Hallo liebe Leute, ich bin hier beim Georg Nigl in Perchtoldsdorf anlässlich unseres Apothek Dezember Kistels, wo wir eine Special Selection vom Georg haben und wir freuen uns sehr hier zu sein. Wir haben diesmal dabei einen super grünen Veltliner vom Georg aus Perchtoldsdorf, einen super sprudeligen Nizzante und einen Special Abfüllung Rot für die Apotheke. Und lieber Georg, freue mich sehr, dass wir hier sind heute. Ich würde sagen, probieren wir mal was. Ja, wir gehen sprudelig in die ersten Weihnachtsfeiertage. Super. Ich darf mir auch ein Glas einschenken. Natürlich. Ja. Nizzante, fälschlicherweise mit Frizzante wahrscheinlich zu verwechseln. Ist aber das Grundprodukt ist eine Rosé-Cuvée, Trauben-Cuvée von Zweigelt, Pinot Noir und ein bisschen Merlot. Und das Ganze wurde mit der Crémant-Methode hergestellt, das heißt im großen Fass, zweite Gärung im Tank, ergibt ein sehr feines Mousse, sehr fein und prickelig. Super Sache. Die Grundsubstanz. Natürlich mit eigenen Hefen vom Weingarten vergoren. Also Entschuldigung, das heißt, eben, das ist ein wesentlicher Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen sagen wir Sprudel aus der Preisklasse auch, dass der eben spontan vergoren ist. Auch. Das ist ganz wichtig, das machst du ja eigentlich immer, oder? Richtig, spontan immer vergoren. Das ist die Spannung, weil wir eine lange Gärungsphase haben, viel mehr ausloten können aus dem Produkt. Es die Typizität des Terroirs widerspiegelt und viel spannender und langlebiger ist. Ne? Ja, super, super Sache. Also ganz toller Sprudel, schmeckt super gut. Wir freuen uns sehr. Eben mit dieser Special Selection von Georg Nigl aus Perchtoldsdorf haben wir, glaube ich, wirklich ein super Weihnachtspaket geschnürt. Und schaut euch das an auf der Apothek-Website. Und da gibt es dann natürlich auch immer den Beipackzettel, wo eben diese Weine und die Philosophie vom Georg und sein Weingut nochmal sehr schön beschrieben sind. Und ja, damit, glaube ich, haben wir beste Instrumente für feierliche Momente. Und in diesem Sinne, frohe Weihnachten. Und viel Spaß im Glas. Ja, genau. Cheers.